Hör mal, Phil, was sagst du denn zum Spiel? Wir haben 3-1 gewonnen, wir sind Erster und alle kritisieren Hertha BSC. Verstehst du das? Nee, das verstehe ich nicht, weil wir haben eigentlich souverän gespielt, haben ein blödes Tor gekriegt eigentlich. Also eigentlich spielen wir gut und haben es verdient, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Wir haben 26 Punkte. Ja. Und das ist doch großartig. Also wir haben natürlich das Spiel im Pokal verloren, was sehr, sehr schmerzhaft ist für uns alle Hertha-Fans. Aber vom Grundsätzlichen her, die guten Spieler heute, wer war großartig? Eigentlich haben alle gut gespielt. Also Ramos zum Beispiel war eigentlich super. Also schon verdient, eigentlich wieder aufzusteigen. Ja. Entscheidet sich das individuelle Klasse in der zweiten Liga, dass wir wieder aufsteigen mit Spielern wie Rafael, Ramos und Friend? Ich denke schon, also Hertha hat sich auch sehr gut verstärkt und so, aber ich denke, sie werden es souverän schaffen, wieder zurück in die erste Liga zu kehren. Ist das so, dass dir das sehr geschmerzt hat, dass wir gegen Koblenz verloren haben? Konntest du das überhaupt glauben? Ja, also man kennt es ja von Hertha, dass sie im Pokal nicht wirklich gut ausgesehen haben und so. Und also war jetzt nicht die große Überraschung. Aber wichtig ist ja, dass wir wieder zurück in die erste Bundesliga kommen. Ist das fokussiert, dass wir wollen, dass wir in die erste Bundesliga aufsteigen? Ja, ich denke, alleine für Berlin ist es sehr wichtig. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, denke ich mal, wird die Zuschauerzahl stark sinken. Was sagst du denn über die Zuschauerzahl in der zweiten Liga? Wir haben, glaube ich, im Schnitt fast 40.000 Zuschauer. Ist das nicht großartig? Spitzenreiter, ja, ist super auf jeden Fall. Dass trotz der zweiten Liga so viele Leute sich entscheiden, am Wochenende zu Hertha zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen, ist super, ja. Ist das im Leben, ist das nicht so, dass man, wenn man abgestiegen ist und wenn man richtig plant, so wie Michael Preetz und mit dem jungen Trainer Markus Babbel, dass das fokussiert wird, dass man in die erste Bundesliga aufsteigt oder so, dass das für unsere Stadt bei diesen unglaublichen Zuschauerzahlen ganz, ganz wichtig ist? Das ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Also wie würdest du das sehen, zum Beispiel mit den jungen Leuten, bevor ich das vergesse? Mijatovic ist ja verletzt gewesen und jetzt spielt ein Innenverteidiger, der eigentlich gar nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist. Ja, das ist manchmal so, wenn sich Leute verletzen und dann unbekannte Leute kommen, dass die sich halt auszeichnen können, weil niemand hinter denen steht. Und dann ist es auch verdient für die, dass die Erfolg haben mit der Mannschaft. Ihr seid eine großartige Fangemeinschaft. Wie kommt ihr eigentlich dazu, Hertha BSC-Fan zu sein? Das ist eigentlich automatisch, wenn man in Berlin wohnt, gerade in Spandau, dann geht man zu Hertha und freut sich natürlich, wenn sie gewinnen. Also die Spandauer sind ja spezielle Leute. Ja, also auf jeden Fall. Wenn die einen Verein lieben, dann lieben sie ihn, oder? Richtig. Ist so. Genau, ist so. Ist es, ja. Ist so. Dein Fazit nach dem Spiel und für das Spiel gegen Paderborn, Auswärtsspiel? Ich sag, wir steigen wieder auf. Die Euphorie ist super in Berlin, die Zuschauer stehen zum Verein. Und sollte nicht zum Wege stehen. Großartig. Dankeschön.